So, und heute haben wir beschlossen, machen wir einen Fahrtag. So, 713 Kronen ärmer. Dann machen wir kurz Porträt. Heute waren wir in einer Stabkirche bei Rödal und war wirklich sehr interessant. Knapp 8 Euro Eintritt haben wir jetzt pro Erwachsenen bezahlt, aber super, super schön gemacht mit Wandmalereien und allem, was dazu gehört. Also aus dem, ich glaube, 12. Jahrhundert, ne, bis ja, wirklich von 1200 bis wirklich fertig, nochmal restauriert, erstellt, 1629. Und dann wurde der Westflügel um 1816 nochmal neu dazu gebaut. Ja. So, und heute haben wir beschlossen, machen wir einen Fahrtag. Und wir sind jetzt in einem 4,5 Kilometer langen oder genauer gesagt 4600 Meter langen Tunnel, der nur spärlich beleuchtet ist. Da muss ich sogar wieder meine Beleuchtung von der GoPro dazu montieren. Und wir sind gerade durch ein Skigebiet gefahren. Da lag sogar noch ein wenig Schnee. Jetzt ist sie wieder reingeflogen.
durch Odder sind wir heute durchgefahren und heute haben wir mal einiges an Strecke geschafft. Wie hat dir denn die Fahrt hier runter gefallen, Alex? War sehr amüsant, teilweise sehr enge Straßen. Wir mussten oft zurücksetzen und haben wir aber geschafft. Ja, ich finde, so ein, zwei Situationen waren ja dann doch schon dabei, ne? Die waren schon heikel. Da waren schon ein paar enge Stellen dabei, also so zwei, drei Mal, ne? Ja, wo selbst Roland auf seiner Reservebank Schweißausbrüche und Herzklopfen bekommen hat. Ja, aber jetzt haben wir es geschafft. Wir sind durch Odder durch, hier am Hardanger Fjord und haben hier nochmal ein Plätzchen gefunden an so einem kleinen, gemütlichen Campingplatz. Ja. Ja, ist nett, ist gepflegt. Ist halt kein hoher Standard, aber ist völlig ausreichend, glaube ich. Genau. Wir wollten uns irgendwo an der Seitenstraße irgendwo reinstellen, aber es war alles voll und teilweise auch gar nicht möglich, da runter zu fahren, wo wir raus wollten. Deswegen haben wir gesagt, komm, ist egal. Der ist auch in Ordnung, der Platz für eine Nacht und morgen sehen wir weiter. So sieht's aus. Ja. Dann gucken wir erstmal, dass wir hier heute... Eigentlich wollten wir Wäsche gewaschen haben, aber das funktioniert auch nicht. Die Waschmaschine da unten läuft schon und da stehen schon zwei große Säcke davor. Weiß ich nicht, 90 Minuten oder was läuft so eine Maschine. Dann wird da mit dem Wäschewaschen wahrscheinlich heute auch nichts. Ist nicht schlimm. Zumindest haben wir schon mal Duschmarken gekauft und dann gehen wir heute mal wieder duschen und machen einen entspannten Abend hier mal hier am Hardanger Fjord. Jetzt haben wir ja auch schon 17 Uhr, sehe ich gerade. Und schauen wir mal, was der Abend noch bringt. Essen und dann schauen wir weiter. Das hört sich nach dem Plan an. So, bis später. Ciao. Skirgefossen, das sind irgendwelche Wasserfälle, wo wir noch mal einen kleinen Zwischenstopp machen. Und ja, Wetter ist super wieder mal. Also wir haben die ganze Woche wirklich super Glück gehabt. Aber jetzt fahren wir erstmal nach Utne und dort die Fähre nach Kvindal rüber. Dann lasst euch überraschen. Genau, so sieht's aus. So der Plan.
Die Fähre geht jetzt von Utne aus. Utne heißt das hier. Die Fähre geht jetzt von Utne aus rüber nach Quinnal und dann fahren wir einfach mal ein wenig die Berge ab. Viele von der sind drauf und da hast du noch mal 5 Minuten länger Zeit, um mal kurz rauszugehen. Ne? Ja, die sind auch so ein bisschen unorganisierter hier, ne? Aber das sieht auch so aus, als wäre die Fähre ein wenig kleiner. Utnefjord ist das hier gewesen. Utnefjord. Wo gibt's den Gas? Ja. Ich mach da die Kamera rein. In der Mitte. Ja, ja, thank you. In der Mitte. Zwischenstopp beim Wasserfall Skierdefossen fahren wir jetzt weiter und gucken mal, wo wir als nächstes landen werden. Wie gesagt, wir haben heute eigentlich nichts geplant, einfach ein bisschen jetzt Richtung Nationalpark Josteldenn, irgendwas heißt er, fahren, aber wie gesagt, erstmal nur ein bisschen gucken, was uns erwartet. Roland fährt heute, Chaosfahrer wieder on Tour. Muss man immer ein kleines Auge drauf werfen? Oder was sagst du? Würde ich jetzt nicht so sagen. Natürlich nicht. Ja, ansonsten, ja, bis jetzt alles super duper hier. Kann man nichts anderes sagen. Wirklich toll, tolles Land, tolle Menschen hier, auch schon ein paar Bekanntschaften gemacht. Und ja, wir fahren jetzt noch mal ein Stück und sagen mal, bis gleich. Immer wieder praktisch, auch die Versorgungsstationen, die immer wieder hier so am Wegesrand oder oft auch an Tankstellen oder kleineren Gewerbegebieten hier so ausgeschildert sind. Das ist wirklich super. Da kriegst du Frischwasser, da kann man ein Grauwasser entsorgen. Die Kassettentoilette, sprich das Chemieklo, kann man da quasi entleeren. Nur das Einzige, was wir jetzt nicht gefunden haben, war ein Mülleimer. Naja, aber das ist das kleinste Problem. So, jetzt gehen wir mal rüber im Rema 1000 und kaufen da ein bisschen Lebensmittel nach. So, 713 Kronen ärmer. Da waren wir jetzt hier im Rema 1000. Das sind jetzt knapp 71 Euro. Haben wir noch mal ein paar Lebensmittel aufgefüllt und ein paar Leckereien. Und ich habe mir mal ein paar skandinavische Süßigkeiten gegönnt. Hier sind sie schon.
Ja, da sind sie schon. Und zwar probieren wir mal hier diese Smash und Safari Cookie Kekse, so sieht es aus. Ja, und natürlich die Ballerina Kekse. Naja. Aber auch nur, weil Roland so ein Leckermäulchen ist und in jedem Laden, wo wir sind, nach Schnuppes sucht. Schnuppes, alles klar. So, ich glaube, ich mache die Kamera jetzt aus, das nimmt hier überhand. Sehr duster, duster hier. Ja, richtig, die haben alle fertig gefühlt an. Wenigstens haben wir hier zwei Spuren, nicht nur eine. Hier wird wieder besser. Licht am Ende des Tunnels. Und auf einen Tunnel folgt ein weiterer Tunnel. Sifle-Tunnel, Länge 1,1 Kilometer lang. Macht die Sache aber auch nicht wirklich besser. Jetzt fahren wir in so ein Tal rein. Ist fast wie in der Schweiz, kann man sagen. Naja, fast. Berge sind halt ein wenig runder und ein wenig flacher hier. Aber auch sehr schön. Guck mal, da hinten kommt wieder ein Wasserfall. Oh, das sind richtige Berge, guck mal. Toll, und da kommt überall Wasser runter. Kilometer der Tunnel. So Leute, und heute sind wir hier in einem Wikingerdorf in Gudvangen. Und ja, ich bin gespannt, seid auch gespannt. Es gibt bestimmt viele tolle Dinge hier zu sehen. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich bin ja so ein kleiner halber Wikinger. Wachs mit klein gemacht. Aber der geht nicht. Oh, der ist zu schwer für mich. Warte mal, ich will mal dahinter. Ui. Das war's schon? Okay. Schon wieder. Ah. Das war nicht in der Mitte, das war in between. Das war inzwischen. Versuch's mal so. Warte, machen wir mal kurz Porträt. Ja,
bete jetzt mal, dass uns kein anderes Auto entgegenkommen wird. Denn diese Straße ist wirklich sehr eng. Oder? Absolut. Aber dafür wieder Ausblick, Ausblick, Ausblick. Sieht doch wieder mega schön aus. So, und da ist das Chaos perfekt. Jetzt haben wir nämlich den Salat. Irgendwas ist da oben passiert oder irgendwas kommt da runter. Jetzt müssen auf jeden Fall alle hier runter rangieren und Platz schaffen. Ja, warten wir kurz. Hi. Also gerade kam eine Dame auf uns zu und hat uns erklärt, dass oben ein Unfall passiert ist. Und sie versucht jetzt alle Wagen, die oben halt nicht mehr durchkommen, wieder den Berg irgendwie runter zu lotsen. Tja, warten wir mal ab. Also wir können weder vor und zurück aktuell. Die Straße ist, wie gesagt, vielleicht 3 Meter breit. Wir sind mal gespannt, wie es jetzt hier weitergeht. Auf alle Fälle müssen wir jetzt erstmal darauf warten, dass wir hier irgendwie, ja, weiterkommen. Nicht weiterkommen, wir werden mal sehen. Und ja, wir werden berichten. Bis später mal. Und hier geht's gar nicht mehr. Boah, bete, dass wir hier nicht zurückfahren muss, Mausi. Da kommt der nächste Schuss auch schon zurück. Scheiße. Guck mal, neben dir ist schon direkt der Abgrund. Kein Unfallauto, oder? Achso, oder ihr gesagt, hier ist ja, weil die auch keine Ahnung hatte, ey. Die haben sich jetzt aber erschrocken, hast du gesehen? Alter Schwede, ey. Mein Gott, bin ich froh, wenn wir gleich wieder unten sind, ey. Hat er die ganze Scheiße nicht aufgenommen, weil er wieder so ein Problem hier hatte. 2000 Jahre später. Alex, was sagst du nach der Fahrt hier hoch? Komm, lass uns mal hier hinstellen, damit die Sonne uns besser sieht. Sag gar nichts mehr jetzt. Also das war echt eine Katastrophe. Da war gerade so nah am Abgrund oder an der, was war das? Absperrung, Leitplanke dran vorbei. Also Wahnsinn, was da gerade los war. So, jetzt müssen wir uns erstmal ein bisschen regenerieren und jetzt fahren wir noch einen kleinen Hike. Nach so einer anstrengenden Gurkerei gibt es heute Abend lecker Burger. Oh, da kommt ein frischer Mozzarella drauf. Mensch, da freue ich mich aber. So, jetzt gehen wir raus und dann bereite ich den Grill vor. Der Grill ist jetzt auch vorbereitet. Mein Gott, was scheint hier die Sonne noch.
So, ein paar Nachbarn haben wir auch. Da stehen noch ein paar Kästen und ein California. Hier hinter uns steht auch noch, ja, zwei Kästen. Ich werde hier gerade von Viechern verschlungen. So, und jetzt, wenn die Alex da noch zu Gange ist, würde ich vorschlagen, gehen wir einmal in die Luft. So, willkommen zurück aus der Luft. Also ich glaube, das werden mal richtig geile Outdoor-Burger. Outdoor-Cheeseburger werden das sogar. Dazu das kalte Veltins, ein Traum. Hier in der Umgebung wunderbar, noch die abendliche Sonne da hinten untergeht. Es ist einfach fantastisch. Das ist hier auf jeden Fall unser Spot für die Nacht. Also wenn ihr das riechen könntet, wunderbar, richtig geil. Ich freue mich drauf. Deswegen, ich probiere das mal hier mit dem. Hier, das kann ja wieder runter. Wir machen jetzt Barbecue. Cheeseburger-Gedöns, was auch immer. Auf jeden Fall haben wir hier noch eine schöne Barbecue-Soße, noch ein Ei drauf gebraten und jetzt lassen wir uns das schmecken. Was machst du jetzt da drauf? Ich habe noch Caesar-Dressing drauf gemacht, ein wenig. Und jetzt kommt der Deckel drauf. Oh, mein Ei läuft aus. Oh, oh, oh. Ein paar Sekunden später. Alter, haben wir so viel Dreck gemacht? Ja. So, heute haben wir die Küche mal komplett nach draußen verlegt. Mit Spülen war sogar draußen. Ich glaube, das ist gut.
Stuhl mit Aussicht. Hä? Mhm. Du brauchst alles mit Aussicht. Hm? Mhm.